Alles in Ordnung, Oscar? Sind Sie noch ganz? Humor ist ein Konzept, das mir fremd ist, Kate Walker. Das sollten Sie eigentlich wissen. Aber Oscar, seien Sie doch nicht so brummig. Wir sind immerhin heil aus dieser verfluchten Stadt herausgekommen, oder? Und sogar mit Bravour. Wenn Sie das so nennen wollen. Was machen Sie eigentlich auf dem Bahnsteig? Das sieht Ihnen ja gar nicht ähnlich. Ich wollte mal ein bisschen Luft schnappen und meine Gelenke bewegen. Aber dieser salzige Wind ist fürchterlich. Ich denke, es ist besser, ich kehre in den Zug zurück. Wie Sie meinen, Oscar. Seit meinem letzten Besuch hat sich das Wetter geändert. Der Wind hat sich gelegt und es hat etwas zu schneien angefangen. Das erste Mal hatte ich nicht die Ehre, Sie zu begleiten, Kate Walker. Sie haben mich in dieser schrecklichen Fabrik meinem traurigen Schicksal überlassen, wenn ich Sie daran erinnern darf. Oscar, Sie verändern sich. Kaum wahrnehmbar, aber Sie verändern sich. Dafür bin ich nicht programmiert, Kate Walker. Oscar, können wir los? Aber Kate Walker, Sie müssen doch zuerst die Lokomotive. Stimmt ja. Wo hatte ich nur meinen Kopf? Ich mache das sofort. Bis gleich. Bis später, Oscar. Ich warte auf. Guten Tag, Oscar. Guten Tag, Kate Walker. Oscar, ich glaube, jetzt sind wir soweit. Wir können jetzt fahren. Gut, nehmen Sie Platz. Ich mache den Motor an und komme dann, um Ihre Fahrkarte abzustempeln. Sie sind wirklich unverbesserlich. Fräulein Walker, warten Sie. Fahren Sie nicht los. Herr Felix, was ist denn? Ist Frau Romanski etwas zugestoßen? Nein, nein. Unserer Diva geht es blendend. Aber da ist ein Paket für Sie an der Rezeption abgegeben worden. Ich dachte mir, es ist vielleicht wichtig, dass Sie es noch vor der Abfahrt bekommen. Ein Paket für mich? Es steht aber eindeutig Ihr Name darauf, Fräulein Walker. Konnten Sie mir das nicht etwas früher sagen? Es ist gerade erst angekommen. Ach ja? Und wer hat es abgegeben? Na, ich weiß nicht. Ich habe gerade ein Spiel Ich meine, ich hatte nicht die Zeit nachzusehen. Also gut. Herr Felix? Was kann ich für Sie... Auf Wiedersehen, Herr Felix. Sie haben Ihre Meinung nicht geändert? Ich könnte Ihnen die Königssuite zu einem interessanten Tarif anbieten. Vielen Dank, aber ich muss jetzt los.
Hallo? Mein Gott, Kate, was treiben Sie denn? Herr Marson, verstehen Sie doch. Ich verstehe, dass unser wichtigster Kunde damit droht, uns den Fall zu entziehen, wenn der Verkauf nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden abgeschlossen ist. Ihre Inkompetenz kommt uns teuer zu stehen. Ich hätte Ihnen diesen Fall nie anvertrauen dürfen. So viel habe ich verstanden. Ich weiß, dass Sie denken, ich komme nicht voran, aber... Da gibt es kein Aber. Alle diese Komplikationen nur, um diesen senilen Alten zu finden. So senil nun auch wieder nicht und immer noch sehr kreativ. Hören Sie auf, leere Entschuldigungen zu murmeln. Auf diese Weise... Ich muss jetzt Schluss machen, Herr Marson. Ich glaube, ich stehe kurz vorm Ziel. Hallo? Hier die Rezeption, Felix Mittener. Ich höre. Ja, ja. Sie steht zufällig gerade vor mir. Kein Problem. Gern geschehen. Fräulein Walker, Frau Romanski wünscht, Sie in der Hotelbar zu treffen. So schnell wie möglich. Ach ja, dann gehe ich wohl besser. Frau Romanski, Sie wünschen mich zu sprechen? Das sehen Sie ja, mein liebes Kind. Ich wollte noch einmal mit Ihnen reden, bevor Sie fahren. Ihnen so merkwürdig es klingt, für unser unglückliches Abenteuer in Konkolsgrad danken. Es hat mich für einen Moment etwas von dieser toten Küste abgelenkt, an der ich so lange schon mein trostloses und eintöniges Leben vor mich hinlebe. Umso besser. Die Zeit vergeht so schnell. Da steht man auf der Spitze seines Ruhmes und es kommt einem vor, als müsste es ewig so weitergehen. Und dann eines Tages, da ist alles vorbei. Frau Romanski, wälzen Sie doch nicht so schwarze Gedanken. Das sieht Ihnen ja gar nicht ähnlich. Und wenn dann in diesem Moment niemand da ist, der einem die Hand reicht, dann beginnt ein langer, langer Winter. Vielleicht sollten Sie sich etwas ausruhen. Diese ganzen Emotionen waren vielleicht ein bisschen viel für Sie. Als ich hierher kam, war es Hans, der mir meine Lebensfreude wiedergab. Und das, obwohl auch er krank war. Er hustete viel damals. Er hatte wohl zu lange den Rauch der Fabriken atmen müssen. Er ging, sobald seine Gesundheit wiederhergestellt war. Ich aber blieb. Hans Vorarlberg? Hans Vorarlberg war fröhlich und unbeschwert. Er war nicht ganz normal, wie man sagt. Er ist ein Kind geblieben, ein Kind, das sich fabelhafte Spielzeuge erfand. Ich glaube, ich habe ihn geliebt. Und Gott allein weiß, wo er sich jetzt aufhält. Das Flugzeug, das Hotel beliefert, ist angekommen. Sie sollten mal einen Gang auf die Pier machen. Ich verstehe nicht ganz. Ich bin eine alte, müde Dame. Aber es war mir eine Freude, Sie kennengelernt zu haben, Kate Walker. Auf Wiedersehen, James. Sorgen Sie gut für Frau Romanski. Dafür wurde ich geschaffen, mein Fräulein. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Der Schnee scheint mir ein gutes Zeichen. Ach ja? Der Schnee vertreibt den Wind und Salz und Sand bleiben am Boden. Die Luft wird rein und beruhigend. Ein ideales Wetter für Spaziergänge. Na, umso besser. Vielen Dank für alles, James.
Das ist jetzt nicht mehr nötig. Guten Tag. Herr Vorarlberg? Hans Vorarlberg? Sie haben den Zug gebracht. Das ist gut. Ach, Herr Vorarlberg, wenn Sie wüssten, wie froh ich bin, Sie endlich gefunden zu haben. Wo ist Anna? Ihre Schwester ist verstorben, Herr Vorarlberg. Es tut mir sehr leid. Wirklich. Ah, sonst wäre Anna heute da. Nicht Sie, oder? Ja, wahrscheinlich, Herr Vorarlberg. Ich heiße Kate Walker. Kate Walker? Ich werde mit dem Zug weiterfahren. Weit, weit weg. Wohin? Weit weg, nach Siberia. Siberia. Entschuldigen Sie, Herr Vorarlberg. Ich wurde beauftragt, den Verkauf Ihrer Fabrik in Valladolid durchzuführen. Das ist mein Job, verstehen Sie? Hanna sagte, die Automaten... Das ist jetzt vorbei. Herr Vorarlberg, Sie sind heute der Eigentümer dieser Fabrik. Und ich benötige Ihr Einverständnis, um den Verkauf abzuschließen. Ja. Und dann fahre ich mit dem Zug fort. Hier ist der Kaufvertrag. Lesen Sie sich ihn in Ruhe durch. Ihre Schwester war bereits mit dem Inhalt einverstanden. Heute benötigen wir in der Tat nur noch Ihre Unterschrift. Sie unterzeichnen einfach so, ohne den Vertrag zu lesen? Das... Ich lese nicht. Ich kann nicht lesen, Kate Walker. Ach so. Wenn das so ist, dann werde ich Ihnen den Inhalt vorlesen. Nein, es ist gut so. Ich werde mit dem Zug wegfahren, Kate Walker. Ganz wie Sie wollen, Herr Vorarlberg. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Ja? Hören Sie, Walker. Ich habe entschieden, Ihnen jemanden zur Unterstützung zu schicken. Das ist nicht mehr nötig, Herr Marson. Was soll das heißen? Hans Vorarlberg hat soeben die Dokumente für den Verkauf unterzeichnet. Es ist alles geregelt. Darf ich das so verstehen, dass Sie... Die Manufaktur Vorarlberg von jetzt an Eigentum der Universal Toys Company ist. Aber das ist ja perfekt. Das nenne ich gute Arbeit. Meisterhaft erledigt. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann, Kate. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Herr Marson. Kommen Sie jetzt nur so schnell wie möglich zurück. Der Vertrag muss morgen auf meinem Schreibtisch liegen. Meine Sekretärin wird sofort einen Termin mit Universal Toys abmachen. Sie möchten Ihnen die Dokumente doch sicher selbst überreichen. Noch etwas. Ich habe noch niemanden für den Fall der Schwanflughäfen. Ein großer Prozess und eine echte Chance für Sie. Ich vertraue Ihnen den Fall an. Das ist meine Art, Ihnen zu danken. Ihr Vertrauen ehrt mich. Sie haben eine große Karriere als Anwältin vor sich, Kate. Bis morgen. Nochmals, bravo. Und verlieren Sie die Dokumente nicht. Das wäre zu schade. Natürlich. Zu schade. Kate Walker? Ja, Herr Vorarlberg? Fahren Sie auch mit dem Zug weiter, Kate Walker? Oh, nein. Das hatte ich nicht vor. Danke für Ihr Angebot, aber für mich endet dieses Abenteuer hier, Herr Vorarlberg. Ja, wie dumm. Sie mögen das nicht, Abenteuer. Ich weiß nicht, vielleicht, das heißt, das ist alles nicht so leicht. Ja, Kate Walker. Ich muss nach New York zurückkehren. Ich werde erwartet, verstehen Sie? Ich verstehe Sie gut. Das Flugzeug... Vielleicht fliegt es nach New York. Vielleicht. Ich glaube, ich werde mich mal erkundigen. Ja, so ist es vernünftiger. Bis später, Kate Walker. Ja, auf Wiedersehen, Herr Vorarlberg.